Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Thieme-Webseminar Evidenzbasierte Physiotherapie bei Kopfschmerzen und Migräne. Mein Name ist Joachim Schwarz, ich bin Physiotherapeut und Programmplaner bei Thieme und ich freue mich, dass wir doch eine stattliche dreistellige Zahl jetzt hier heute Abend versammelt haben. Wir haben gerade eben noch spekuliert, wie viele denn bei 38 Grad sich um die Zeit vor den Rechner setzen, aber Gott sei Dank sind es dann doch einige geworden. Freut mich total. Bevor ich Ihnen Kerstin Lüttke noch vorstelle, möchte ich kurz an meine Kollegin Rebecca Vetter übergeben. Die wird ein paar Worte noch zum Ablauf des Webseminars sagen. Genau. Herzlich willkommen zum heutigen Webseminar. Ich glaube, da ist gerade ein Echo. Da könnt ihr euch kurz stumm schalten, dann müsst es, glaube ich, gehen. Genau, also ich möchte Ihnen nur kurz die Technik vorstellen, damit es dann auch schon losgehen kann. So funktioniert EdoDip. Über das Vollbild-Symbol können Sie natürlich das Vollbild einstellen. Dann über den Pfeil nach rechts können Sie das gesamte rechte Menü einklappen bzw. auch wieder ausklappen. Das heißt, falls Sie zwischendurch der Chat ablenken sollte, können Sie es so einfach ausklappen. Dann haben Sie als Teilnehmer und Teilnehmerin auch die Option eines Handzeichens. Das sind verschiedene Symbole, die Ihnen da zur Verfügung stehen. Daumen hoch, Daumen runter. Eventuell ergibt sich die Situation, wo es mal passt und da finden Sie dann eben diese Symbole. Und natürlich, was heute auch sehr wichtig sein wird, ist der Chat. Da können Sie einfach Ihre Fragen loswerden und am Ende haben wir dann, nehmen wir uns auch noch die Zeit, einige der Fragen hier zu beantworten. Genau, und dann, wenn Sie startklar sind, dürfen Sie uns doch gerne schon mal den Daumen nach oben geben. Dann wissen wir, dass Sie trotz der Hitze startklar sind. Genau, zaghaft gehen die Daumen nach oben, aber ich glaube, es sieht gut aus und dann gebe ich weiter und ich wünsche viel Spaß bei den nächsten 60 Minuten. Vielen Dank, Rebecca. Jetzt freue ich mich, dass ich Ihnen euch Dr. Kerstin Lüttke kurz vorstellen darf. Sie ist Professorin und Studiengangsleiterin an der Universität zu Lübeck, hat vorher in England ihren Master gemacht und promoviert und hatte anschließend eine Postdoc-Stelle an der Uniklinik Hamburg. Wir bei Thieme arbeiten, und da freuen wir uns auch sehr drüber, schon sehr lange mit ihr zusammen. Sie ist unter anderem Autorin bzw. Co-Autorin des Buches Physiotherapie bei Kopfschmerzen und Migräne, auch des Buches Screening in der Physiotherapie und hat obendrein unter anderem auch noch einen Fall beigetragen in dem Buch Muskuloskeletale Physiotherapie, das von Martin Barra und Peter Oesch herausgegeben wird. Liebe Kerstin, das darf ich an dich übergeben. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, guten Abend auch von mir. Ich bin auch wirklich beeindruckt hier von über 100 Menschen, die sich A, bei den Temperaturen, aber B, auch noch bei einem eigentlichen Nischenthema wie Kopfschmerz hier eingefunden haben. Und das ehrt mich natürlich sehr. Ich bin auch sehr gespannt auf Fragen. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei Thieme, vielen Dank Joachim, vielen Dank Rebecca, dass ich hier heute Abend anwesend sein darf. Ich finde, diese Formate sind eine großartige Art und Weise, einmal Wissen weiterzugeben und eben auch mal weiterzureichen als nur den Hamburger Raum. Insofern herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Mein Thema heute Abend ist die evidenzbasierte Physiotherapie bei Kopfschmerzen und Migräne und ich möchte da durchführen eigentlich durch viel von unseren eigenen Forschungsarbeiten und natürlich auch, was sie für die Klinik bedeuten, weil ich nehme an, dass hier im Raum auch eine Menge Personen anwesend sind, die Patienten mit Kopfschmerzen eben physiotherapeutisch begleiten. Was sollen alle lernen? Es geht einmal ganz kurz um die Klassifikation, an der kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich mit Kopfschmerzen beschäftigt. Ich werde mich kurz fassen, halte es aber für wichtig, dass die Neurophysiologie verstanden wird von Kopfschmerzen und vor allem von Migräne. Dann auch zu verstehen, was unsere Rolle denn sein kann in der Physiotherapie und vielleicht auch, was unsere Grenzen sind der Physiotherapie, gerade bei den primären Kopfschmerzarten. Dann vorzustellen, was eine strukturierte Untersuchungsmethode ist für muskuloskeletale Dysfunktionen bei Kopfschmerzpatienten und informieren über die Effektivität von Physiotherapie und den aktuellen Forschungsstand.
Und da steigen wir auch mal direkt ein. Was berechtigt mich hier zu stehen? Klar, Buchautor sein ist eine Sache. Ich habe 10 Jahre am UKE forschen dürfen und vor allen Dingen in meiner Postdoc-Phase sehr viel Kontakt gehabt zur dortigen Kopfschmerzambulanz an der Uniklinik in Hamburg. Und der Herr ganz rechts, das ist Professor Arne May, und der ist in Deutschland tatsächlich eine echte Größe in der Kopfschmerzwelt, in der Neurologie. Und vieles von dem, was ich heute Abend präsentiere, hier ist entstanden aus Streitigkeiten übers Mittagessen in meiner Welt, die physiotherapeutisch ist, die manualtherapeutisch geprägt ist und bei der Kopfschmerzen immer was mit der Halswirbelsäule zu tun haben oder hatten. Und seine Welt, die neurologisch geprägt ist und die endet unterm Occiput und dann kommt auch gar nichts mehr. Und wir hatten beide schon so ein komisches Gefühl, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Und so ungefähr ist es auch, wenn ich dem schon mal vorgreifen darf. Genau, lass uns zuerst einmal über die Klassifikation reden. Dieses Tool ist sehr wertvoll. Es sortiert die Kopfschmerzarten, die man unterscheiden kann, in verschiedene Kategorien. Und es ist ein sehr klinisches Tool. Selten braucht man für die Identifikation von Kopfschmerzarten Bildgebung oder Labor. Manchmal, aber bei allen, wo man es lassen kann, ist es klinisch beschrieben und es hilft doch sehr, klare Gruppen von Kopfschmerzpatienten voneinander zu unterscheiden. Und das kann sehr wichtig sein. Die schlechte Nachricht ist, dass es doch ein paar mehr Kopfschmerzarten sind, die hier klassifiziert sind. Und sollte man das hier nicht lesen können, ich kann es nämlich auch nicht lesen, dann ist das nicht so schlimm. Da steht nämlich, dass es über 220 verschiedene Kopfschmerzarten gibt, von denen alleine schon über 30 auf die Migräne fallen und ein ganz klein bisschen weniger nur auf den Kopfschmerz vom Spannungstyp. Und dann eben noch eine etwas kleinere Gruppe, aber doch noch beachtlich, die Clusterkopfschmerzen. Wie ist diese Klassifikation aufgebaut? Sie teilt sich in 3 Teile. Der erste Teil umfasst alle primären Kopfschmerzarten und dazu gehört die Migräne, um die es hier heute Abend doch wiederholt gehen wird. Das umfasst auch den Kopfschmerz vom Spannungstyp, wo es ein bisschen drum gehen wird, und auch noch die trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankungen, wie zum Beispiel den Cluster-Kopfschmerz oder das Dunau- und Sunk-Syndrom, um die es hier heute Abend überhaupt nicht gehen wird, denn bei diesen Kopfschmerzen gibt es gar keine Evidenz irgendwie im Kontext von Physiotherapie. Und es gibt immer so eine Untergruppe von anderen, was auch immer die alles umfassen mag. Bei den sekundären Kopfschmerzen ist jetzt nicht die Kopfschmerzerkrankung die Krankheit selbst, sondern hier haben Personen Kopfschmerzen aufgrund von einer anderen Sache. Darum heißt es sekundär. Und hier versteckt sich auch der in der Physiotherapiewelt doch sehr beliebte cervicogene Kopfschmerz. Hier findet man klassifiziert den Kopfschmerz nach Schleudertrauma oder Whiplash Associated Disorder, wenn man das auf schlau sagen will. Oder eben auch der Kopfschmerz aufgrund von einer Kieferstörung zum Beispiel. Hier finden sich aber auch zum Beispiel Kopfschmerzen, die eine bösartige Ursache haben, wie Kopfschmerz aufgrund von einer Tumorerkrankung oder aufgrund von einer Meningitis. Es gibt noch einen dritten Teil in der Klassifikation und da findet man alles, was eher so die Hirnnerven betrifft, also Neuropathien und der Gesichtsschmerz. Und die bekannteste davon ist die Trigeminusneuralgie. Auch die könnte uns durchaus noch mal in der Physiotherapiewelt begegnen, wenn man sich sehr viel mit Kieferpatienten zum Beispiel beschäftigt. Aber heute Abend kommt die leider nicht vor. Also wen gerade das interessiert hat, der darf jetzt Feierabend machen. So sehen die einzelnen Klassifikationen aus. Wenn man also in die Klassifikation guckt, dann findet man immer sogenannte diagnostische Kriterien. Und die beschreiben sehr genau, ab wann eine Kopfschmerzerkrankung, zum Beispiel Migräne, zu nennen ist. Und hier steht, man muss mindestens 5 Attacken gehabt haben, damit man überhaupt mit der Diagnose Migräne betitelt wird. Und dann ist wichtig, dass sie bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel eine bestimmte Dauer. Migräne dauert 4 bis 72 Stunden. Und dann muss man noch 2 andere Charakteristika haben von 4 möglichen. Einseitigkeit, dann der pulsierende Charakter, die mittlere bis starke Schmerzintensität, eine Verstärkung durch körperliche Routineaktivität. Und das ist ein gutes Kriterium für uns Physiotherapeuten, weil wir ja sowieso nach Bewegung häufig fragen und Migränepatienten sagen, ihr Kopfschmerz, ihre Symptome werden stärker, wenn sie sich bewegen.
Darum der ruhige, dunkle Raum und möglichst nicht bewegen. Außerdem muss man noch ein assoziiertes Symptom haben und das kann sein Übelkeit oder Unterbrechen und oder Foto- und Phonophobie, also Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Und gemeint ist hier nicht mit, das ist mir so ein bisschen unangenehm, sondern gemeint ist hier, dass tatsächlich die Symptome schlimmer werden, wenn es laut ist oder wenn es hell ist. Genau. Dann gibt es immer noch so ein kleines Hintertürchen, da steht, dass es nicht besser durch irgendeine andere Klassifikation erklärt. So ähnlich sieht es auch beim Spannungstyp aus. Wichtigstes Unterscheidungskriterium ist, dieser kann bis zu 7 Tagen anhalten. Und noch 2 wichtige Kriterien sind für uns wichtig. Der Spannungskopfschmerz ist eher beidseitig lokalisiert und nicht unilateral. Und Spannungskopfschmerzpatienten gehen sehr gerne spazieren oder gehen zum Pilates oder zum Yoga oder gehen Fahrrad fahren und sagen, das tut ihnen gut. Und das ist ein ganz großer Unterschied zur Migräne. Hier gibt es keine Übelkeit unterbrechen und es darf auch keine Phono- oder Photophobie vorliegen. Tja, beim cervicogenen Kopfschmerz, da hat sich heute wiederholt die Klassifikation verabschiedet. Ich kriege da immer nur ein leeres Bild. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, denn diese Klassifikation ist von Neurologen gemacht und die haben den cervicogenen Kopfschmerz nicht so gerne. Die haben nämlich Sorge, dass wenn ein Kopfschmerz cervicogen heißt, dass ein Orthopäde dann hochzervikal manipuliert und dass bei ihnen in der Neurologie die ganz großen Desaster landen. Darum sind sich manchmal Neurologen und Orthopäden nicht so richtig grün in der Kopfschmerzwelt. Und das liegt einfach an dieser Selektion von Katastrophenpatienten, die dann wirklich in der Neurologie landen. Und der cervicogene Kopfschmerz ist dann vorhanden, wenn es einen zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen Auftreten von Kopfschmerz mit einem Auftreten von Nackenschmerz oder einer Pathologie im Nacken. Und wenn es dadurch wieder weggeht, aber das nützt uns nichts, weil dann ist der Patient auch nicht mehr da. Und was für uns noch ganz nützlich ist, ist, dass man ein provozierendes Manöver, das ist hier unten, benutzen kann, um Kopfschmerz auszulösen. Das kann ein manueller Test sein oder eine Position, eine Haltung, eine gehaltene kombinierte Bewegung oder irgendwas in diese Richtung. Genau, und dann sollen wir noch eine diagnostische Blockade machen. Das nützt uns so gar nichts, denn die können wir nicht machen. Wir dürfen nicht irgendwo reinspritzen. Sie haben ihn also sehr gut versteckt, den cervicogenen Kopfschmerz, und auch relativ schwer zu klassifizieren gemacht. Weil das so ist, gibt es eine zweite alternative Klassifikation für cervicogenen Kopfschmerz. Witzigerweise ist Herr Schustert übrigens auch Neurologe. Das Ding ist schon ein bisschen älter, kursiert aber auf jeden Fall noch. Und einer der wichtigen Unterschiede ist hier, dass zwar klar Provokation, Nackenbewegung, gehaltene Sachen und all diese Dinge sind gleich. Sie sagen zusätzlich noch, es muss ipsilateral zum Kopfschmerz ein Nacken-, Schulter- oder Armschmerz vorhanden sein. Und sie erlauben, und das hat dazu geführt, dass diese Klassifikation in der Neurologiewelt nicht richtig ernst genommen wurde. Sie erlauben sowas wie Übelkeit und auch Phono- und Photophobie im Kontext von cervicogenen Kopfschmerzen. Das ist einer der großen Unterschiede von der Klassifikation der internationalen Kopfschmerzgesellschaft und dieser besonderen Klassifikation nur für cervicogenen Kopfschmerz. Gut, das so als, wo sind wir eigentlich und was für Kopfschmerzarten haben wir und wie können wir die unterscheiden? Ich wüsste ganz gerne mal in der Runde, wer Lust hat, kann ja mal mitmachen, was ihr oder sie so denken, wie viele Prozent aller Kopfschmerzarten sind denn cervicogen? Die haben wir am liebsten, da wissen wir, wo wir suchen wollen, und wer Lust hat, kann ja mal hier mit abstimmen. Und einfach mal anklicken. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf dem Bildschirm. Genau. Ich sehe schon erste Ergebnisse. Schön bunt ist das Tier wohl. Bisschen psychedelisch. Ja, jetzt tut sich nicht mehr viel. Wer noch abstimmen will, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Okay,
Okay, ich gucke mal hier, was die meisten Menschen denken. Die meisten Menschen denken, es sind 10 bis 20% aller Kopfschmerzen. Ich versuche mal, das zu präsentieren und hoffe, das kann jetzt jeder sehen. Das ist dicht gefolgt von 5 bis 10%, 20 bis 30 oder 30 bis 40 ist auch noch nah dran. Ich muss tatsächlich enttäuschen. Die wahre Antwort ist, es sind 0,4 bis 4% aller Kopfschmerzen, die tatsächlich cervicogen sind. Und das ist tatsächlich aus unserer Sicht, finde ich, ein bisschen enttäuschend, denn wir möchten natürlich gerne Menschen helfen können und deswegen ja, ist der cervicogene Kopfschmerz uns dann doch irgendwie sehr beliebt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich eigentlich wieder zurückkomme zu meinen Slides. Das sieht gut aus. Das nur so als kleine Zwischenfrage. Und ich bin tatsächlich genauso gestartet in meine Postdoc-Phase und dachte, ach, mindestens 80% ist sowieso alles von der Halswirbelsäule. Also lag noch weiter weg mit meinen Schätzungen, als hier alle Teilnehmer das taten. Na gut, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil bei cervicogenen Kopfschmerzen wissen wir, wo wir suchen müssen, in der Halswirbelsäule. Aber was ist mit den anderen Kopfschmerzen, wie zum Beispiel mit der Migräne? Haben die überhaupt was bei uns verloren? Und gibt es überhaupt sowas wie evidenzbasierte Physiotherapie, zum Beispiel für Migräne? Und wenn man nicht so richtig weiß mit der Evidenz, dann kann man ja mal gucken, ob sowas gibt wie eine Leitlinie. Die gibt es tatsächlich, die ist allerdings im Januar abgelaufen, aber es gibt sie. Eine Leitlinie für die Therapie der Migräneattacken und der Prophylaxe, also dem Versuchen zu verhindern des Auftretens von Migräneattacken. Und wir können ja mal gucken, was da über die Physiotherapie so steht. Erstmal steht da ganz fürchterlich viel über Medikamente. Okay, hier gibt es ein richtig cooles, buntes Fließdiagramm, welche Medikamente ich bei Migräneattacken einsetzen kann. Super nützlich für den Arzt, nicht so sehr nützlich für uns. Und dann gibt es noch ein nicht ganz so buntes Fließdiagramm. Da steht, mit welchen Medikamenten kann man denn die Migräneattacken unterbinden, also eine Prophylaxe von Attacken betreiben. Da steht aber auch nirgendwo was von Physiotherapie. Ich glaube, das müssen wir jetzt gerade alle glauben, weil das ziemlich klein geschrieben ist. Ist aber so. Frage ist, was steht denn da über uns? Und wir kommen vor unter Verfahren ohne bisherigen Wirksamkeitsnachweis. Und da steht, zunehmend beschäftigen sich wissenschaftliche Studienansätze, hier, das sind wir, mit der Physiotherapie. Die derzeitige Datenlage belegt die Wirksamkeit von manualtherapeutischen Verfahren in der Migränetherapie jedoch nicht. Mist, wir müssen noch ein bisschen weiterarbeiten. Die Neurologen haben uns noch nicht geglaubt. Also, Leitlinie gibt zur Physiotherapie, zumindest bei primären Kopfschmerzen wie Migräne, erstmal nicht so richtig was her. Schade. Na gut, wenn die Leitlinie nichts hergibt, dann kann man ja mal gucken, ob es Übersichtsarbeiten gibt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir damit angefangen haben, das hier ist eine eigen erstellte Übersichtsarbeit von 2016, glaube ich, 15 oder 16. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Übersichtsarbeiten. Also haben wir geguckt, was finden wir denn an Veröffentlichungen für Kopfschmerz und Migräne. Und insbesondere waren inkludiert Migräne, oder Kopfschmerz vom Spannungstyp ist der korrekte Titel und cervicogene Kopfschmerzen. Und was haben wir gefunden? Ja, wir haben Forest Plots gemacht. Wer nicht gewohnt ist, die zu lesen, guckt vielleicht einfach mal hier so ganz rechts. Und ich habe hier extra so einen Kringel drum gemacht, was man sich anguckt. Und der Ort des ersten Interesses ist immer dieser schwarze Salino. Wenn der schwarze Salino auf der linken Seite ist, in diesem Fall bedeutet das, die Therapie war besser als Medikamente oder nichts tun. Wäre er auf der anderen Seite, würde das bedeuten, Medikamente oder nichts tun ist besser als Therapie. Und was man dann als zweites guckt, ist nicht nur, auf welcher Seite liegt der Salino, sondern man guckt auch noch, ob er diese Mittellinie hier berührt. Und das tut er zum Beispiel hier unten. Das hier ist die Linie des Keineffektes. Und so ein Salino, der sagt uns, wenn man alle Studien in einen Topf schmeißt, die es gibt, und das hier unten ist die Frequenz von Migräneattacken,
die irgendwas gemacht haben und wir waren da schon sehr, ich sag mal, durchlässig. Also auch aerobes Training und Entspannungsverfahren haben wir alles mit als irgendwas Körperliches gewertet. Dann ist der Mittelwert von allen Effekten, ist das, wo der Salino mit seinen Schwitzen nach oben oder unten zeigt. Und das, wo der Salino nach rechts oder links zeigt, das ist, wie doll Patienten die Frechheit haben, von diesem mittleren Wert abzuweichen, also die Schwankungen in den Daten. Und wenn die Linie des keinen Effektes überschreitet, bedeutet das, es gibt auch einen Prozentsatz von Patienten, der schlechter ist mit Therapie im Vergleich zu Medikamenten oder Nichtstun. Gut, das sind jetzt hier aber 1, 2, 3, 4, 5 Studien. Und die meisten davon haben sich mit aerobem Training beschäftigt. Und ich kann dazu noch sagen, dass es keine einzige Studie gab zu manueller Therapie. Warum sollten wir denn eigentlich auf die Idee kommen, jemanden mit Migräne überhaupt physiotherapeutisch behandeln zu wollen? Die Idee fand zum Beispiel der Professor May komplett absurd. Aber es gibt da ganz gute Gründe. Eine der Gründe ist, dass Patienten das selber sagen. 70 bis 80, wenn man sich verschiedene Publikationen anguckt, von Menschen mit Migräne haben im Kontext ihrer Attacke, vorher, währenddessen oder hinterher, Nackenschmerzen. Viele machen als Erstmaßnahme eine Haltungsänderung, gerade wenn sie in längeren Meetings sitzen und die ganze Zeit zur Seite auf den Bildschirm gucken oder am Computer sitzen. Viele versuchen sich im Nacken irgendwie rumzudrücken, sowas Triggerpunktartiges, oder versuchen zur Massage zu gehen, lassen sich massieren und sagen, dass es partiell zumindest auch hilfreich ist oder sich zumindest angenehm anfühlt. Und dann gibt es eine interessante Gruppe von 40% von Migränepatienten, bei denen beginnt die Migräne nicht wie bei allen anderen dann temporal oder hinterm Auge, sondern es beginnt im Nacken. Und das ist natürlich interessant, wenn was hinten anfängt und nach vorne zieht, dann denkt man natürlich, da hinten muss es auch seinen Ursprung haben. Und selbst in so einer spezialisierten Kopfschmerzambulanz wie an der Uniklinik Hamburg, wo Menschen schon bei ihren Hausärzten waren, ihren Neurologen und quasi in letzter Instanz dorthin kommen, selbst dort nach diesem langen Leidensweg sind mir so viele Patienten begegnet, die gesagt haben, ja, aber gucken Sie doch endlich mal, also Fräulein, wann gucken Sie eigentlich endlich mal meinen Nacken an? Blöd ist, bis zu 5% von Migränepatienten chronifizieren. Und chronifizieren bedeutet hier nicht wie bei Kreuzschmerz, dass man das dann länger hat im Leben, sondern chronische Migräne bedeutet, man hat 15 und mehr Kopfschmerztage im Monat. Und dass das dann das Leben einschränkt, ich denke, das kann sich jeder sehr gut vorstellen. Jetzt die versprochene Neurophysiologie. Wenn man einen Kopfschmerzexperten fragt, was ist nun eigentlich Migräne? Ist das jetzt eine Gefäßerkrankung oder ist das jetzt was aus dem Nacken oder wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Dann kriegt man oft dieses Bild vorgelegt und das Bild lässt ahnen, es ist ein bisschen komplizierter als nur eine Struktur. Und was man auf diesem Bild schön sieht, ist, dass das Gefäß zwar hier oben irgendwie auch vorhanden ist, weil wir wissen, dass es im Kontext von einer Migräneattacke zu einer zunächst Verengung häufig bei Menschen, die eine Aura haben und dann einer Erweiterung der Gefäße kommt. Aber das ist nicht der Grund für den Kopfschmerz. Migräne ist also keine, wie lange geglaubt, Gefäßerkrankung. Sie ist auch keine Erkrankung von hysterischen Hausfrauen, die keinen Bock haben, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen, sondern sie ist wahrscheinlich eine tatsächliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und das sieht man an diesen ganz komischen Punkten, die hier überall sind. Das sind alles Hirnstrukturen und inzwischen gibt es sehr viel, sehr gute Forschung, wo man über einen ganzen Migränezyklus oder ganze, unsere Arbeitsgruppe hat 31 Tage lang Migränepatienten jeden Tag im MRT untersucht und ihnen bestimmte Reize gegeben. Und wir wissen zum Beispiel aus diesen Studien, dass der Hypothalamus, eine Struktur in unserem ganz, ganz alten Teil des Gehirns, schon 2 Tage vor dem Patienten eigentlich weiß, dass jetzt eine Migräneattacke kommt. Also sehr wahrscheinlich sind die Taktgeber für die Attacken hier versteckt. Dann gibt es hier aber auch noch so ein paar komische bunte Linien. Und ich finde ja diese blaue Linie ganz interessant, denn die sagt, es gibt möglicherweise einen Input aus dem zervikalen System. Enttäuschenderweise
endet dieser Input irgendwo zwar im Hirnstamm und irgendwo auch in der Nähe von den sogenannten trigeminalen Kernen, aber nicht wie alle anderen Verschaltungen, die hier so schön dargestellt sind, sondern er endet irgendwie so ein bisschen im Nichts. Ich nehme an, dass Herr Ackermann, ist ja auch schon ein bisschen her, tatsächlich keine Ahnung hatte, was er mit dieser Information zervikale Wirbelsäule anfangen sollte. Wenn man sich das hier, das rot umrandete, einmal so ein bisschen ranzoomt, dann landet man, das ist jetzt quasi der Hirnstamm und die roten Punkte hier sind die trigeminalen Kerne, dann landet man hier in dieser Erklärung, warum überhaupt Halswirbelsäule Kopfschmerz machen kann. Oder vielleicht sogar umgekehrt, der Kopfschmerz vielleicht was in der Halswirbelsäule machen kann, aber darüber redet in der Physiotherapie keiner. Also warum es einen Zusammenhang gibt zwischen dem trigeminalen System, das sind die drei Hirnnerven, die vor allen Dingen sensibel den Kopf und das Gesicht innervieren, und dem System, was aus der Halswirbelsäule kommt. Und die Erklärung ist folgende, hier ist der trigeminale Nerv, der kommt mit seinen vor allen Dingen Afferenzen jetzt in diesem Fall, landet er hier an den trigeminalen Kern und dockt hier irgendwo an. Und das Ganze wird als Information dann an das Gehirn weitergeleitet, wieder hochgeleitet, verarbeitet und dort in dem somatosensorischen Kortex wahrgenommen. Und hier sind unsere, das ist der erste Spinalnerv, der zweite und der dritte. Und die landen tatsächlich anatomisch relativ in der Nähe von dieser gleichen Stelle. Und die trigeminale Konvergenztheorie sagt in vielleicht etwas populärwissenschaftlicher Ausdrucksweise, dass das Gehirn dann zu blöd ist, zu unterscheiden, ob eine Information aus dem trigeminalen System kommt oder aus dem zervikalen System. Darum kann, wenn in der Halswirbelsäule, was ich sag mal kaputt ist, irgendwelche Dysfunktionen sind und das als Input an das Gehirn gemeldet wird, kann das fälschlich wahrgenommen werden als Kopfschmerz. Und potenziell auch andersrum übrigens. Viel basiert auf Studien von Bogduk. Der hat mal gemeinerweise immer da, wo der rote Pfeil ist, C0C1, C1C2 und so weiter, hat er hypertone Salzlösung gespritzt. Und wenn man da spritzt, dann tut das unweigerlich weh. Und was er dann diesen 100 Menschen, was er die gefragt hat, ist, wo tut es denn genau weh? Und hier sieht man sehr schön, dass bei den oberen drei Leveln, also bis C3, haben sehr viele Menschen gesagt, es tut ihnen auch vorne in der Stirn oder seitlich am Kopf weh, während unter C3 Menschen nur noch hinten im Bereich des Occiputs oder der Nackenmuskeln Schmerzen hatten. Damit hat er gesagt, er hätte bewiesen, dass die Halswirbelsäule Kopfschmerzen machen kann. Und auf gewisse Art und Weise hat er das ja schon, nur die Erklärung war unklar und die geht über diese trigeminale, trigeminozervikale Konvergenztheorie. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Es gibt nämlich neuere Forschungen, das sind so neues relativ, 2014 aus Erlangen, die haben an Pathologiemodellen festgestellt, beziehungsweise das hier ist noch ein Rattenmodell und später kommt Pathologiemodell, dass es Verbindungen gibt, die durch die Fissuren unseres Schädels gehen. Und diese bunten Bildchen hier zeigen angefärbte Nervenfasern, die eben die Dura in unserem Schädel und die empfindlichste Struktur überhaupt und immer beteiligt an Kopfschmerzen, verbinden mit extrakranialem Gewebe, irgendwas außerhalb, und das kann sogar Muskel sein. Um das zu tun, haben sie sich einen Teil des Nervus mandibularis geschnappt bei der Ratte, haben da einen Farbstoff reingebracht, den man dann gut verfolgen kann auf dem Bild. Und haben eben diese Verbindung auf dem Bild dann verfolgen können durch den Schädel hindurch. Interessant, wir haben eine Verbindung von außen nach innen und von innen nach außen, die bisher letzten Endes wenig bekannt war. Noch interessanter, gleiche blöde Ratte und gleiches blödes Tiermodell, ich weiß, aber man kann daraus so viel lernen. Es gibt eine Substanz, das sogenannte Calcitonin-Gene-Related Peptide, also ein Neurotransmitter. Der ist total berühmt dafür, dass er während einer Migräneattacke gehäuft von der Dura ausgeschüttet wird. Und das kann man messen. Bei Menschen schwierig, bei der Ratte leicht. Und in diesem Fall hier haben sie mit Strom gereizt und mit diesem Paprika, Capsaicin,
gereizt und haben gesehen, dass beides dazu führt, wenn man das in einen Muskel spritzt, das muss ich nochmal dazu sagen, extrakranial, also in den Musculus temporalis und in die Nackenmuskeln, wenn man das extrakranial spritzt oder elektrisch stimuliert, dass es im Gehirn zu einer Ausschüttung von CGRP kommt. Das ist cool, weil das beweist, dass wir noch eine Verbindung haben von außen nach innen. Wir können Muskeln ärgern und da im Gehirn eine Reaktion von haben. Genau. Und dann haben sie noch was Schreckliches gemacht. Sie haben noch so ein Fensterchen in die Schädelplatte von lebendigen Ratten gemacht und haben geguckt, wie man Blutfluss beobachten kann. Und wir wissen von diesem Neurotransmitter CGRP, das führt dazu, dass ganz viel mehr Blut fließt. Und konnten dann beobachten, dass eben beim Spritzen von Capsaicin in den Musculus temporalis es zu einem sehr hohen Anstieg des Blutflusses eben direkt im Bereich der Meningen kommt und damit eben bewiesen, was sie vorher gezeigt haben mit dieser CGRP-Ausschüttung. Okay, das war jetzt ein bisschen komplex, aber was ich sagen wollte, es gibt mehr als nur eine Verbindung über den trigeminozervikalen Komplex. Okay, wenn wir jetzt wissen, es gibt eine Verbindung, dann ist ja die Frage, ob es sich nicht doch lohnt, auch bei Menschen mit Migräne vielleicht mal den Nacken zu untersuchen. Und das ist ja das, was ich versucht habe, meinen Prof da zu überzeugen. Und wir haben dann erstmal überlegt, alles klar, das ist ja ganz einfach. Wir müssen uns ja nur eine gewisse Menge Migränepatienten schnappen und deren Nacken untersuchen. Nächste Frage, wie untersucht man eigentlich einen Nacken? Und welche Tests muss ich eigentlich machen? Und es gibt hier ein Systematic Review für denen, die es interessiert. Es gibt eine wahnsinnig lange Liste von Publikationen, die Kopfschmerzpatienten untersucht haben. Und hier ist das alles schön zusammengefasst. Ich fasse jetzt lieber mal unsere Ergebnisse zusammen, weil rauskam nämlich, dass das einfach viel zu viele Tests sind, als dass man sie auch nur halbwegs realistisch in einer physiotherapeutischen Untersuchung machen kann. Und wir wollten ja was schaffen, was irgendwie für die Klinik geeignet ist. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Das haben wir dann gemacht. Wir haben eine Delphi-Studie gemacht. Das ist nichts weiter als ein Arbeitskreis aus Experten. Und haben denen all diese Tests vorgelegt und haben gesagt, sag mal, welche von diesen Tests, die da veröffentlicht sind in der Literatur, findet ihr klinisch sinnvoll? Rausgekommen ist, dass es tatsächlich einige Tests gibt, auf die sich unsere Experten einigen konnten. Die Haltung, das Bewegungsausmaß, die Beweglichkeit der BWS, kombinierte Bewegung der oberen Halswirbelsäule, manuelle Untersuchung, die Untersuchung der tiefen zervikalen Flexoren, die Kombination aus Flexion und Rotation, die Kraftmessung des Schultergürtels, Triggerpunkte am Nacken und im Gesicht, den sogenannten Reproduction, wo man den Kopfschmerz auslöst durch gehaltene manuelle Techniken und Resolution, wenn man noch länger hält, dann verschwindet es wieder, ähnlich wie ein Triggerpunkt. Und dann die passiven Bewegungen des Nackens. Das haben unsere Experten gesagt, das muss ich untersuchen bei Patienten mit Kopfschmerz und egal ob Migräne, Kopfschmerz des Spannungstyps oder zervikogener Kopfschmerz, wenn ich wissen will, ob es eine muskuloskeletale Dysfunktion gibt. Und jetzt konnten wir endlich das tun, was wir eigentlich machen wollten, nämlich losziehen und Migränepatienten untersuchen. Das haben wir dann auch getan, 138 Migränepatienten, 73 Kontrollen. Und jetzt ist leider unser Professor ein bisschen hinten übergefallen, weil ich habe diese Patienten untersucht und ich wusste nicht, wer Migränepatient ist und wer gesund ist. Ich war also verblindet. Und habe zu meiner eigenen Überraschung, aber definitiv zum Entsetzen des Professors für Neurologie herausgefunden, dass über 90% der Patienten mindestens drei spürsichtbare, auslösbare muskuloskeletale Befunde hatten. Und wir reden hier über Migräne, ne? Nicht über cervicogenen Kopfschmerz. Das ist interessant, oder? Das heißt, die Kopfschmerzwelt hat angefangen, nochmal nachzudenken. Das hat dazu geführt, dass ich plötzlich auf irgendwelchen Neurologenkongressen Neurologen beibringen musste, wie man Patienten anfasst. Das haben die nicht so gerne. Die ekeln sich ein bisschen vor Anfassen, vor allem die Kopfschmerzneurologen. Aber die mussten da so ein bisschen über ihren eigenen Schatten springen. So, als wir das jetzt gemacht haben mit Migränepatienten, und das sind jetzt nicht cervikogen und nicht Spannung, sondern nur Migränepatienten, sind noch fünf Tests rausgeflogen,
6 sind übrig geblieben. Und damit ist die Take-Home-Message, dass wenn man Menschen mit Migräne vor sich hat, dass es sich lohnt, den Thorax zu untersuchen, Flexion-Rotation zu untersuchen, die tiefzervikalen Flexoren, also Stabilisation zu untersuchen, manuelle Gelenkbeweglichkeit, Triggerpunkte im Nacken und Gesicht und den sogenannten Reproduction Resolution Test. Okay, das wäre so ein kleiner Hinweis für die Kliniker unter euch oder Ihnen. Was soll ich denn nun eigentlich angucken? Die 6 Tests bei Migränepatienten sagen uns, ob es einen Grund gibt anzunehmen, dass der Nacken zur Migräne etwas beiträgt. Genau. Außerdem ist uns aufgefallen, und das war jetzt noch ein etwas größeres Sample, hier sind jetzt 179 Migränepatienten drin, aber die gleichen 73 Kontrollen, dass wenn man die manuelle Untersuchung der oberen Halswirbelsäule macht, dass es ungefähr ein Drittel von Migränepatienten gibt, die spüren dabei nicht viel, zumindest nichts Besonderes. Es gibt ungefähr ein Drittel, die spüren einen lokalen Schmerz, und es gibt ungefähr ein Drittel, bei denen kann man einen Kopfschmerz auslösen, also über den Druck, ein Schmerz, der tatsächlich in den Kopf zieht und so ein bisschen in die Richtung geht von Reproduction und Resolution. Der Test ist von ihm hier, der ist nicht von mir, australischer Kopfschmerzexperte, der auch sehr viel Kurse gibt. Meiner Meinung nach ein ganz klein bisschen übertreibt, weil er sagt, man kann auch Cluster-Kopfschmerzen damit heilen, aber von ihm ist dieser Test untersucht und von ihm stammt die Evidenz zum Reproduction- und Resolution-Test. Wir haben dann weitergeguckt, was können wir noch untersuchen? Könnte es sein, dass vielleicht doch der occipitalis major Nerv, und davon haben wir 3 Äste, Major, Minor und Tertius, die hinten über das Occiput ziehen, entspringen von der Nervenwurzel C2. Und wenn dieser Kopfschmerz so oft von hinten kommt, 40% der Menschen, dann lohnt es sich vielleicht, den doch nochmal näher zu untersuchen, und haben deswegen in einer Masterarbeit von Tibor Sixai, den vielleicht auch einige kennen, geguckt, ob der druckempfindlich ist mit so einem Druckschmerzalgometer. Das sieht man hier auf dem oberen Bild. Kann man messen, ab wann ein Druck zu Schmerz wird. Und mit dem sogenannten zervikalen Slump, wo man versucht, doch über die Lateralflexion des Kopfes und auch noch so einen Zug an den Haaren noch ein bisschen mehr neurodynamischen, ich sag mal, Schwerpunkt auf den occipitalis major Nerven zu legen. Und haben herausgefunden, ja, Menschen mit dominant einseitigen Kopfschmerzen sind tatsächlich in diesen Bereichen empfindlicher als Menschen ohne. Dadurch entsteht natürlich die Frage, haben wir es hier mit Menschen zu tun, die einfach nur sensibler sind als andere? Und die Frage haben nicht nur wir uns gestellt, sondern eine ganze Menge Menschen, unter anderem diese Arbeitsgruppe aus den USA, die sich angeguckt haben, ob quantitative Tests, da gehört alles zu, da gehört dieser Druck zu, da gehören Wärme, Kälte, Empfindlichkeit, dazu gehören sogenanntes Wind-up-Phänomen, dazu gehört Empfindlichkeit gegenüber zum Beispiel nur einem Pinsel oder Wattebausch und ganz viele Tests. Und haben herausgefunden, ja, es ist so ein bisschen so ein gemischtes Bild. Schwierig, da eine Aussage zu treffen. Scheint so, als wären Menschen mit Migräne etwas anders, auch wenn man sie zwischen ihren Attacken untersucht. Aber es ist nicht so hundertprozentig rausgekommen, welche Sensitivitäten eigentlich ein Problem sind. Na gut, also müssen wir uns das jetzt auch nochmal näher angucken und haben dann in einer Masterarbeit ausprobiert, wie ist es denn mit der Zweipunktdiskrimination. Und diejenigen hier, die sich mit Rückenschmerz beschäftigen, kennen das vielleicht. Da hat man so eine Schieblehre, man schiebt die immer enger zusammen, bis man nicht mehr 2 Spitzen spürt, sondern nur noch eine. Dann schiebt man sie wieder auseinander, bis es wieder 2 sind, wieder zusammen, bis man nur noch eine spürt. Und aus 3 Wiederholungen pro Richtung misst man den sogenannten Threshold, also die Schwelle der 2-Punkt-Diskrimination. Und das misst, wie wahrnehmungsgenau bestimmte Körperbereiche sind. Und auch hier, Migränepatienten waren anders als Menschen ohne Kopfschmerzen. Sie sind nämlich so ähnlich wie Menschen mit chronischem Kreuzschmerz. Sie sind wahrnehmungsungenauer, also nicht überempfindlicher, sondern wahrnehmungsungenauer. Das war interessant.
Nächster Versuch in die Richtung: Ist das Ganze nur ein Sensitivitätsproblem mit der sogenannten Offset-Analgesie? Das ist ein Test, der soll einschätzen, wie gut unser Körper darin ist, Reize, die reinkommen, zu modulieren, also anzupassen an die aktuellen Erfordernisse. Gutes Beispiel, hier deutsche Nationalmannschaft spielt gerade in der EM und wenn sich da jemand wehtut auf dem Run aufs offene, leere Tor, dann wird diese Person nicht viel Schmerzen empfinden. Warum? Weil es gerade was Wichtigeres gibt, nämlich dieses Tor zu schießen und der Körper dazu in der Lage ist. Der ist da in der Lage, uns Dinge unterschiedlich stark wahrnehmen zu lassen. Oder wenn ich jetzt hier irgendwelche Geschichten erzähle von irgendwelchen Spinnen, die Nasen rauf und runter krabbeln, es ist total verboten, sich an der Nase zu krabbeln, kommt noch eine Ameise dazu. Irgendwann, wenn ich das jetzt lange genug mache, dann werden sich die meisten hier im Raum kratzen wollen. Das ist eine Wahrnehmungs-, eine Aufmerksamkeitstest. Wenn man Schmerzen zum Beispiel sehr bewusst wahrnimmt, sich sehr auf sie fokussiert, dann spürt man sie eben doller. Wie ist es also mit unseren Migränepatienten? Wenn wir sie testen am Arm, dann sind sie tatsächlich genauso wie Menschen ohne Migräne. Wenn wir sie aber testen im Gesicht, und zwar im Bereich des Nervus Trigeminus, dann sind sie empfindlicher als Menschen ohne Migräne. Also wieder eine Wahrnehmungsveränderung. Und das ist alles zwischen den Attacken, nicht während der Attacken. Jetzt gerade rausgekommen vor ein paar Monaten ist, dann haben wir natürlich gedacht, na gut, wenn wir jetzt schon eh alles machen, was man mit Rückenschmerzpatienten auch gerade so macht, dann gucken wir doch mal, wie es mit der Rechts-Links-Erkennung ist und haben Fotos aufgenommen von rechten und linken Köpfen, Kopfhälften aus dem Team im UKE und haben das in diese NOI-App eingespeist zur Rechts-Links-Erkennung und haben geguckt, ob Patienten mit Migräne, wenn sie jeden Tag rechts-links erkennen, vielleicht sich über ihren Migränezyklus unterscheiden. Und schwuppdiwupp, das hier ist 2 Tage vor der Attacke, das ist 1 Tag vor der Attacke und ganz oben während der Attacke wird man schlechter in der Dauer, die man braucht, um korrekt rechte und linke Kopfhälften zu erkennen. Und das Ganze geht wieder rückläufig nach der Attacke. Interessant. Leider, dass nur bei rechten Seiten funktioniert und nicht bei linken. Da ist dieses Bild nämlich etwas unklarer. Das müsste man nochmal wiederholen mit ein paar mehr Menschen und gucken, ob sich da ein klareres Bild abzeichnet. Also auch wieder so ähnlich übrigens wie chronische Kreuzschmerzpatienten und vor allen Dingen während der Attacke. Tja, und was bedeutet das jetzt alles für uns? Ich meine, wenn wir übertragen Rückenschmerz auf Migräne und so tun, als wären Migränepatienten dasselbe wie chronische Kreuzschmerzpatienten, dann müsste man sich jetzt an dieses Schema halten, dass man erst Rechts-Links-Erkennung macht und dann Vorstellungen von Bewegung zum Beispiel dann auch über Spiegeltherapie arbeitet. Aber dafür gibt es für Migräne absolut null Evidenz. Also das wäre so ein bisschen was unter Watch the Space. Das könnte man als nächstes mal austesten. Es gibt weder positive noch negative Evidenz. Was es aber gibt, ist eben Evidenz für aerobes Training. Das ist eine ganz klare Empfehlung, auch inzwischen in den Leitlinien. Und wir haben dann überlegt, naja, aber Patienten mögen das nicht so gerne. Die mögen nicht so gerne trainieren, weil viele Migränepatienten schon erlebt haben, wie ihr Kopfschmerz schlimmer geworden ist durch Sport. Wir erinnern uns an die Klassifikation, Migränepatienten mögen keine Bewegung. Zwischen den Attacken zu trainieren wäre extrem hilfreich, aber diese Angst vor einer Auslösung einer Attacke ist häufig sehr groß und viele wünschen sich manuelle Therapie. Und wir haben das eigentlich als RCT geplant, also Menschen randomisiert zu aerobem Training und manueller Therapie, mussten dann aber feststellen, dass alle in die aerobe Gruppe randomisierten Menschen keine Lust mehr hatten auf die Studie und ausgestiegen sind und haben dann entschieden, das macht keinen Sinn. Wir machen also eine präferenzbasierte Studie. Also man durfte kriegen, was man wollte. Und das hat sich dann auch gezeigt. 79 Menschen haben sich für manuelle Therapie entschieden, 24 für aerobes Training. Und was man zumindest so ein bisschen ahnen kann hier,
Das hier oben ist der Neck Disability Index. Das sind die Kopfschmerztage pro Monat. Das war unser primäres Outcome. Das ist Lebensqualität. Und das hier ist Disability, also Beeinträchtigung durch Migräne gemessen mit dem MIDAS. Und die gestrichelte Linie ist aerobes Training und die durchgezogene Linie ist Physiotherapie. Und man kann zumindest erahnen, sagen wir mal, dass sich das ungefähr so ähnlich verhält. Umkehrschluss ist also, dass die manuelle Therapie in dieser sehr mit Vorsicht zu betrachtenden Studie vielleicht zumindest mal nicht schlechter ist als das aerobe Training, was ja in den Leitlinien steht. Dann haben wir noch versucht, was rauszufinden. Ich weiß nicht, ob Ruth Meise hier im Raum ist. Das war ihre Masterarbeit und sie hat dann den Joint Position Error versucht herauszufinden von Menschen mit und ohne Migräne, in dem Fall chronische Migräne. Das heißt, mit so einem Laserpointer und einer Zielscheibe sollten Menschen mit geschlossenen Augen, die hat noch eine Schlafbrille auf, den Punkt wiederfinden, wo sie gestartet sind nach einer Rotation oder Extension. Und wir sehen dunkelblau die Kontrollgruppe, die Menschen ohne Migräne, und hellblau die mit chronischer Migräne. Und man sieht das fast überall, also außer hier, wenn ich noch wüsste, was das war, außer der einen Bewegung, in alle anderen Bewegungen, waren Menschen in ihren Abweichungen schlechter als die Kontrollgruppe. Also eine schlechtere Bewegungsgenauigkeit vermutlich durch die suboccipitale Muskulatur, also diese ganzen Rectus Capitis Major und Minor, wo sehr viel Dichte ist von Muskelspindeln und Golgi-Sehnen-Apparaten, also sehr viel Propriozeption. Kommt meine letzte Folie, das oder vorletzte vielleicht, bis auf die Werbefolie, das Fazit ist, Wunder über Wunder, zumindest bei Migräne wissen wir inzwischen, und das war eine Überraschung für alle Beteiligten, dass es muskuloskeletale Dysfunktion gibt. Wir haben noch nicht richtig geklärt, ob das Henne oder Ei ist. Ob also die wiederkehrenden Kopfschmerzen mit den wiederkehrenden Nackenschmerzen eigentlich dann Veränderungen machen im muskuloskeletalen System. Oder ob das muskuloskeletale System dafür sorgt, dass sie zum Beispiel immer wieder Migräneattacken triggert. Das finden wir nur raus, wenn wir das muskuloskeletale System behandeln und gucken, ob dann die Kopfschmerzattacken weniger werden, so wie wir das in dieser Studie gemacht haben, wo wir aerobes Training und manuelle Therapie verglichen haben. Und sagen wir mal so, es sieht zumindest mal vorläufig so aus, als könnte man damit Kopfschmerzen zumindest leicht reduzieren. Die hatten im Durchschnitt 8 Kopfschmerztage im Monat und hatten ungefähr eine Verbesserung um 2 Kopfschmerztage pro Monat, was als klinisch relevant angesehen wurde und auch signifikant war, wenn man Prä-Post rechnet. Genau, dann, wie ist das mit dem Threshold? Also ist Migräne jetzt eine Überempfindlichkeitserkrankung? Ja, wenn man guckt, während der Attacke gegenüber zwischen den Attacken. Während der Attacke ist man empfindlicher als zwischen den Attacken. Kann man sich vielleicht vorstellen, weil tut weh. Und ja, wenn wir vergleichen das trigeminale System mit irgendwas außerhalb, aber da ist noch ein kleines Fragezeichen hinter, weil da haben wir nur die Studie zur Offset-Analgesie. Wie ist das jetzt mit der evidenzbasierten Physiotherapie? Meine Aufgabe für heute. Aerobes Training funktioniert. Manuelle Therapie wissen wir noch nicht so richtig. Müssen wir noch rausfinden. Education, haben wir nicht viel drüber geredet heute, gibt es aber auch eine Menge zu und ist auch gerade in Arbeit, in einer Doktorarbeit, scheint einen guten Effekt zu haben. Und Übungstherapie, keine Ahnung welche und was man so machen soll, da ist noch jede Menge Arbeit drin. Wer sich also berufen fühlt, immer her damit, es gibt noch einiges zu tun. Kleines Wort der Warnung, Spannungskopfschmerz, wir wissen überhaupt nichts darüber. Spannungskopfschmerz ist eine Erkrankung, die sehr, wenn sie chronisch ist, extrem selten ist. Und wenn sie episodisch ist, dann ist sie so häufig und so schnell wieder weg. Ich nehme an, von den 121 Menschen im Raum, bestimmt 90 schon mal Spannungskopfschmerzen haben. Das ist das, was man hat, wenn das Wetter wechselt, wenn man zu wenig getrunken hat oder schlecht geschlafen hat oder irgendwas in der Richtung. Nicht Alkohol, das ist ein anderer Kopfschmerz.
Um den kümmert man sich in der Regel nicht oder man nimmt eine Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol und das Problem ist behoben. Chronischer Spannungskopfschmerz, super selten, schwer behandelbar, hat nichts damit zu tun, dass Menschen zu verspannte Muskeln haben, ist wahrscheinlich auch eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Werbefolie am Ende, wer das nachlesen möchte. Und ich nehme an, der Grund, warum ich hier heute Abend reden durfte, ist das Buch, was wir im Thieme Verlag zu Kopfschmerzen geschrieben haben. Und wir sind Benjamin Schäfer, den sieht man auch da unten auf dem Bild noch. Das ist der Leiter der Physiotherapie in der Kopfschmerzklinik in Königstein und ich. Und wir haben noch eine Menge clevere Leute eingeladen, uns zu helfen. Unter anderem eben den Prof, über den ich die ganze Zeit geredet habe, Professor Anne Mai, der die Neurologie beigetragen hat, Harry von Pikas, der was über den Kiefer geschrieben hat, Frau Liesering-Latter, die Psychologin ist, und Charlie Gaul, der als Neurologe die Kopfschmerzambulanz oder beziehungsweise die Kopfschmerzklinik in Königstein leitet. Und das ist das Ende von mir. Ein bisschen länger, als ich wollte, aber noch genügend Zeit, hoffe ich, für Fragen. Und ich sehe die ganze Zeit den Chat hier poppen, das hat mich ein bisschen abgelenkt. Bin gespannt, was für Fragen ich noch beantworten darf. Gut, Kerstin, vielen lieben Dank für den tollen Vortrag. Wir hätten dich auch ohne Buch eingeladen, um das mal klarzustellen, dass uns hier nicht irgendwas unterstellt wird. Ich würde dann einfach die Fragen von oben nach unten durchgehen. Ich hoffe, wir schaffen alle. Erste Frage nach meiner Liste hier. Warum sind diese Tests rausgeflogen? Die bezog sich auf deine Studie mit den mit der Expertenbefragung. Da ging es ja um diesen Haltung um ROM, um die Quadrantenüberprüfung, warum wurden die nachher aussortiert? Das war einfach das Ergebnis bei Patienten mit Migräne, die waren nicht signifikant unterschiedlich zu gesunden, bezieht sich aber nur auf Migräne, darum würde ich die Tests nicht aus dem Leben aussortieren, sondern nur aus der Untersuchung von Migräne und auch einfach vor allen Dingen dann, wenn die Zeit knapp ist. Wir wollten ein Tool schaffen, was man in 20 Minuten gut untersuchen kann und diese Tests waren nicht auffällig bei Patienten mit Migräne. Okay. Nächste Frage. Wie kommt der Schmerz bei der Migräne zustande? Ist es ein Dermatom? Ist der Schmerz bedingt durch Trigeminus, durch den Trigeminus? Da die Evidenz auseinandergeht, gibt es da neue Infos? Also es hat eine entzündliche Komponente, eine Gefäßkomponente und eine zentrales Nervensystemkomponente. Und der Schmerz an sich, wenn man jetzt nur den Schmerz nimmt, das ist die Dura. Und die, das ist eine Entzündung der Meningen in dem Moment. Das ist der Schmerz. Der ganze Rest ist wahrscheinlich eher Thalamus, Hypothalamus, also alles, was da noch so an Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit, Schwindel zum Teil könnte auch, Kleinhirn haben wir Unterschiede gesehen, also aber wahrscheinlich alles im Gehirn. Gut, die nächste Frage. Wie lange hatten die Patienten Physio- bzw. Ausdauertraining und wie lange war der Follow-up nach der Therapie? Ja, gute Frage. Das war eine 6-wöchige Behandlungszeit, weil klassischerweise 6er-Rezept und einmal die Woche behandelt und wir wollten das realistisch machen. Und das letzte Follow-up war nach 3 Monaten. Gut, nächste Frage. Welche Rolle spielt die Ergonomieberatung? Das ist eine interessante Frage. Also weiß ich nicht, aber basierend auf den Untersuchungen von der Haltung bei Migräne und wir haben keinen Unterschied gefunden gegenüber Gesunden, würde ich sagen, eher eine untergeordnete. Die nächste Frage, welches aerobe Training wurde ausgeführt? Ja, das ist auch eine gute Frage. Die Patienten in dieser Trainingsgruppe sind dann in hatten einmal die Woche ein aerobes Training unter Aufsicht und da konnten sie sich in einem Fitnessstudio aussuchen, ob sie aufs Laufband, auf den Crosstrainer, aufs Fahrrad wollten. Und sie mussten zu Hause mindestens eine 2. Einheit in der Woche machen, die sie dokumentieren mussten und es wurde besprochen, was das sein kann. Also von der Supervisionsperson sozusagen abgesegnete Trainingsform. Okay, genau. Nächste Frage, Trainingsmethoden, die hatten wir jetzt damit. Und jetzt war die Frage nach dem Wirkmechanismus des aeroben Trainings. Ja, da wird viel diskutiert.
Es gibt eine Menge Leute, die über die Aktivierung des endogenen Opioidsystems diskutieren, dass das einen schmerzlindernden Effekt hat. Es wird diskutiert über das dopaminerge System, also Belohnungsmechanismen. Es wird diskutiert über den entspannenden Effekt, den Training hat. Also auch so Stressabbau, ne, die ganze Adrenalin loswerden und all solche Dinge. Aber ich bin mir nicht sicher, mein letzter Stand war, dass der Wirkmechanismus nicht hundertprozentig geklärt ist. Gut, die nächste Frage. Wie steht es mit ventraler Stabilisierung der HWS? Ich nehme an, da wird nach dem Stellenwert der Übung gefragt. Genau, also in der Gruppe, wenn das jetzt um diese Studie geht, aerobes Training gegen manuelle Therapie, durften die Therapeuten all das machen, was sie basierend auf ihrer physiotherapeutischen Funktionsdiagnose für sinnvoll hielten. Und da war unter anderem auch tiefzervikale Flexion-Übungen, also diese Chin-Tuck-Übungen und sowas alles dabei. Ich kann nicht sagen, wie viel von dem Effekt das war. Ich kann nur sagen, dass die das auch gemacht haben. Gut, die vorletzte Frage, wurde auch spezielles Krafttraining angewendet? Nee, das ist tatsächlich einer dieser noch grauen Flecken in der Landschaft der Kopfschmerzforschung. Es gibt eine Studie aus dem, das größte europäische Kopfschmerzzentrum ist in Kopenhagen und die haben mal Krafttraining gegen irgendein allgemeines Trainingsformen verglichen bei Spannungskopfschmerz und konnten keinen Unterschied finden. Also das Training hat in beiden Gruppen geholfen, aber die tatsächliche Kraftkomponente schien keinen Unterschied gemacht zu haben. Bei Migräne kann ich dazu nichts sagen. Gibt es nicht, also hat keiner gemacht bisher. Gut, dann die letzte Frage. Gibt es ein Verzeichnis aller genannten Studien? Ja. Die Abstracts beziehungsweise Volltexte lesen zu können. Ja, jetzt gerade nicht in diesem Slide. Da das fast alles unsere eigene Forschung war, ist der einfachste Weg PubMed und dann Lütke mit UE, Kerstin und Kopfschmerz, also Headache oder Migraine einzugeben und dann kommen die alle. Aber wenn das Probleme gibt, also ich bin total gerne bereit, Dinge zu verschicken, Fragen zu beantworten. Ich könnte ja mal, soll ich das mal eben tun? Das ist wahrscheinlich eine Dummheit, aber ich werde mal meine E-Mail-Adresse in den Chat schicken. Ja, deine Entscheidung. Nein, ich kriege gerne E-Mails. Zumindest von interessierten Menschen. So. Alles klar. Super, dann haben wir es soweit, fast auf dem Punkt 8 Uhr. Nochmal herzlichen Dank, Kerstin, für den tollen Vortrag und die wirklich super interessante Stunde. Hier gibt es noch die Präsenzfortbildung, die steht links übrigens auf der Folie. Die geht hier so ein bisschen unter, neben unserer hübschen Buchcover, aber oben drüber steht auch etwas genau zu der Weiterbildung bei FIHH. Ja, also vielen Dank an dich, vielen Dank auch an alle, die es jetzt ausgehalten haben, sogar bis zum Ende. Ich wünsche noch einen schönen, ruhigen, warmen Abend. Bleiben Sie bei uns dran über Facebook, Team Eliphysius, unsere Newsletter. Es werden sicherlich noch weitere Webinare folgen. Und wenn Sie oder ihr diese ganzen Kanäle verfolgt, dann bekommt ihr das auch mit. Genauso wie das Video, also die Aufzeichnung des Webinars, das wir dann an, soweit wir es fertig haben, auch entsprechend irgendwo hochstellen werden. Danke euch, auch Rebecca an dich. Danke für deine Zeit heute Abend und allen einen schönen Abend. Macht's gut. Vielen Dank und tschüss.